Wer aus dem Auslandsurlaub nach Deutschland zurückkommt, darf sich kostenlos auf Corona testen lassen. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder am Freitag verständigt. Damit soll eine drohende zweite Viruswelle verhindert werden. Wer einen negativen Test vorweist, kann dann auf die ansonsten vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten verzichten. Urlauber aus Risikogebieten soll bei ihrer Ankunft auf deutschen Flughäfen und in Häfen ein Test angeboten werden, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi. Das ist eine sehr weitreichende Maßnahme, denn wir wollen nicht nur einen Appell leisten, sondern wir wollen die Rückreisenden aus den Risikogebieten direkt ansprechen, mit diesen Testmöglichkeiten auch sie ansprechen, dass sie sich testen lassen. Das ist die erste große Maßnahme, dass die Menschen direkt auch angesprochen werden. Auch Urlauber aus anderen Regionen können sich künftig auf Kosten des Staates innerhalb von 72 Stunden nach Einreise testen lassen. Nach 5 bis 7 Tagen sollen die Tests wiederholt werden. Wir wollen, dass alle Rückreisende sich testen lassen. Aber wir wissen, dass ein Test auch nur eine Momentaufnahme ist. Das heißt, wenn sie negativ getestet werden, kann sein, dass sie dann später auch wieder positiv werden. Eine Mehrfachtestung ist hier auch erforderlich. Das wollen wir an dieser Stelle auch mit erwähnen. Nicht, dass einige denken, es wird einmal getestet, ist alles gut. Zudem wollen die Regierungen wieder einen genaueren Überblick erhalten, wer von wo einreist. Deshalb werden die Bord- und Aussteigekarten wieder eingeführt. Sie sollen nicht nur für Flugzeuge, sondern auch für den Schiffsverkehr und grenzüberschreitende Bahn- und Busreisen gelten. Damit soll erfasst werden, woher Reisende kommen und ob sie in Corona-Risikogebieten waren. Im Straßenverkehr soll es zudem mit Hilfe der Bundespolizei verstärkt stichprobenartige Kontrollen geben, um Personendaten zu erheben, fordern die Gesundheitsminister.